Ahoi, Kapitän, und willkommen zu einem neuen Captain on Tour am Freitag. Moin. Ja, also ich habe nicht irgendwie einen Voice-Filter oder sowas aktiviert. Nein, das ist die Stimme, so wie sie jetzt im Moment tatsächlich sich darstellt. Ist ein bisschen böse. Also irgendwie hat es mich doch nochmal wieder abgenabbelt hier. Darf jetzt auch ein paar Medikamente nehmen. Und naja, ich habe gedacht, ich versuche es einfach mal, heute mal ein bisschen was zu reißen und vielleicht halte ich es ja durch und ansonsten, ja, seid mir nicht böse, wenn ich dann irgendwann dann Schluss mache, wenn nichts mehr geht. Also, ich bin mal gespannt. Boah, wenn wir den Bismarck hier schon haben, fangen wir mit der Bismarck einfach mal an. Mal schauen, mal schauen. Ja, wenn man so eine Stimme dann plötzlich hat, kommen ein ganz merkwürdige Gedanken. Man könnte den Anrufbeantworter neu besprechen. Oder ich habe jetzt tatsächlich auch keine Videos vertont, weil irgendwie ist das ja nicht unbedingt meine normale Stimme, würde ich jetzt mal so sagen, aus dem Bauch heraus. Oh, 6er, 8er. Na, das ist doch was. Also, das, ja. Warum nicht? Falle Herrscher. Wo sind wir denn aufgestellt? In der Mitte. Also mit anderen Worten, die Shokaku auf der anderen Seite wird sich gleich freuen und sagen: Hey, guck mal, da ist eine Bismarck. Ich hab doch AP-Bomben. Damit kann ich was anfangen. Tja, dem ist wohl so. Aber hilft nichts. Ran da. Jarvis braucht Unterstützung. Tja, die York ist pink. Das war ich vor kurzem auch. Mal sehen, vielleicht gibt es das Video demnächst irgendwann mal. Sechzehn Jahre blondes Haar. Ey, das war was anderes, D. Already sunk. Vielen lieben Dank für jetzt auch schon 16 Monate. Und für alles, was du sonst so machst. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz großes Kino. Ehrlich. Vielen Dank. Guck mal, extra für dich heute mal mit einer anderen Stimme. Oh ja. Und da ist die Minsk. Ja, ich höre mich interessant an. Ja, dann könnte ich auch sagen, ich fühle mich auch interessant. Also, ich werde heute so lange machen, wie es geht. Wenn das nicht so richtig hinhaut, dann höre ich ein bisschen früher auf. Ja, danke, danke. Ach, das wird schon irgendwie werden. Also da bin ich ja nun auch nicht unbedingt ein Weichei. Ich darf, na. Was ist hier denn los? Wieso schießt ihr alle auf mich? Na genau, also, willst du da wirklich reinfahren oder drehst du noch weg? Nein, Richelieu, nein, nein, nein. Gani, moin. Nein, Richelieu, nein, auch da nicht hin. Kleines bis mittelschweres Auer. So, gerade mal jetzt die erste Runde und davon die ersten 3 Minuten in Gang. Also insofern, ja, läuft.
Lickler, moin. Oh, Richelieu, du solltest echt mal ein bisschen näher ranfahren. Da ist ernsthaft eine Graf Spee. Wie geil ist das denn? Hallo? Ja, leicht raue Stimme. Langhorner, moin. Und Tori, moin. Ja, man kann es vielleicht so ganz grob erahnen, wo ich Mittwoch war. Ich habe also Mittwoch im Bett gelegen, weil wirklich nicht viel ging. Und ja, habe jetzt die Hoffnung, dass ich das einigermaßen durchhalte. Secondary. Guck mal, hier kann er mir gar nichts. Hier kann er mir gar nichts. Und die Secondary arbeitet nicht, weil sie sagt, hey, nee, geht nicht, da ist ein Berg dazwischen oder was? Ja, willst du mich jetzt narren? Muss nur einer weiter spotten, dann hat er Spaß. Tango, moin. Ja, das, komisch. Warum sagt ihr das alle? Ihr habt ja recht. Klingt ja wirklich ein bisschen komisch. Hab dich. Also, was soll ich euch sagen? Ich bin also heute Nacht wirklich über ein Dutzend Mal aufgewacht. Ich habe nicht gezählt, aber ich weiß, dass das so ist. Denn das war unfassbar. Unfassbare Nacht. Na, Gneisenau, hast du noch mehr reingedreht? Jo, total reingedreht. Verdammt. Ja, danke, danke, danke. Ich hätte auch streamen können, ja. Heute fühle ich mich ja schon ein bisschen besser. Bin heute den zweiten Tag unter Drogen. Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, das hat doch eine ganze Menge gebracht. Also ich habe mich da am Mittwoch noch ganz, ganz anders gefühlt. Also wirklich ganz anders. So, Chopper, wo willst du hin? Schieß ich doch mal über den Berg, dann siehst du mich nämlich nicht. Und weißt auch nicht, dass ich auf dich geschossen habe. Oder weißt du es jetzt doch? Ja, ich glaube, jetzt weiß er es. Weiterhin Vollgas in Richtung Kiew. Ja, dann will ich da unser Kiew mal ein bisschen zur Hand gehen. Ne? Gegnerischer Kreuzer versenkt. Kann er vielleicht gebrauchen. So, Graf Spee, du mit deinen 8 Kilometer Torps erschreckst hier keinen auf 8,1 Kilometer. Aber mal für den Fall der Fälle. Ne? Genau, Richelieu, jetzt triffst du auch, ne? Das ist doch deine Entfernung.
bisschen leicht ange... Gott. Torpedos achte aus. Ah. Na, dann. Plattel, moin! So, komm, Sack. Zeig den doch immer, was du drauf hast, ja. Das war ich auch. Vier Abpraller. Das ist natürlich mal eine Hausnummer, ne? Dann kümmern wir uns auch mal um die. Oh, nö. Nö, nicht zu Ende, jetzt wo ich den CV gesehen habe. Nö. Das ist ja link. Ganz linke Nummer. Na, oh, immerhin 96. Nicht ganz die 100 geknackt. Oh, erster, okay. 95 Zieltreffer mit der Secondary. Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich so richtig viel, ne? Also aus der Entfernung. Hm. Aber trotzdem 30.000 Schaden. Ah, Sack bringt schon was. 9 Minuten 30 Sekunden. Wow. Kleiner Quickie zum Auftrag. Nehmen wir. Nehmen wir doch. So. Oh, da könnte man ja eigentlich mal so eine ganz entspannte alte Dame dranhängen. Die gute Mrs. Warspite. Tja, mal gucken. Ja, ich habe IFH hier auf dem Bismarck. Habe ich grundsätzlich auf den ganzen deutschen Schlachtschiffen, weil ich sie alle auf... Also im Prinzip fahre ich sie alle mit demselben Kapitän. Sie sind dann alle auf Sec geskillt und dann will ich einfach, dass die Secondary durchhaut. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Fünfer, Sechser. Oh, zwei Ryuchos. Ui, 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 ui. Papa Mike, moin. Und Forlorn Sailor, dir natürlich auch noch ein Moin. Bin nicht so ganz auf dem... Also optimalen, wie soll ich sagen, Weg. Nee, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Also meine Nase ist komplett frei, kriege komplett Luft durch, überhaupt kein Thema. Die Bronchien sind allerdings irgendwie ziemlich dicht. Und ja, auch Druck auf der Lunge, also fühlt sich ganz merkwürdig an. Da ist aber nichts. Hat der Arzt schon abgehört. Und ja, mal schauen. Ah, Jennifer, moin. Also was auch immer das ist, ziemlich, ja, ich weiß, ziemlich extrem schmerzhafter Husten. Haut also ganz ordentlich rein, wenn ich mal husten muss. Und wenn ich husten muss, dann hört sich das auch nach Husten an. Also alles, wie man sich wünscht. Genau, wie man es braucht. Hm, die anschauen da drüben und guck mal, wo wollt ihr hin? Die wollen jetzt von da aus da rein. Das mache ich mit. Da stelle ich mich auch hier vorne hin, dass sie mich anschießen können, wenn die beiden da reinfahren, um zu cappen. Aber ich befürchte fast, dass die einfach nur irgendwie so dahinten... Ha! Nee, das hat gar nichts. Also... Nee, lass mal. Das geht gar nicht.
Ich war auch die letzten Tage immer im Büro, also wenigstens vormittags. Ich bin ein bisschen später hin und bin dann irgendwo gegen 1, halb 2 wieder gegangen, aber ich war auf jeden Fall so meine 3, 4 Stunden auf jeden Fall da. Biosauna maximal 60 Grad, inhalieren mit Meeressalz. Ja, könnte ich mir fast vorstellen. Ja, muss ich vielleicht mal machen. Kann ich nämlich machen. So. Nürnberg, das ist aber sehr, sehr mutig. Exodus, moin. Und da ist eine Trento. Ja, guck mal. Und Emil Bataille kommt da auch noch. Naja. Ist ja in den Hügel, moin. Ja, wohl wahr, wohl wahr. Oh, Emil. Ach, jetzt hat mich der Flieger aufgemacht. Aber der geht vielleicht ja auf die König und nicht auf mich. Wird da trotzdem mal den Sektor verstärken. Basis verteidigt. Tja, zwei CVs im Spiel. Sollten die sich einig werden, dann ist das eine ganz, ganz üble Geschichte. Ah, bevor ich da von vorne auf den schieße. Versuche ich doch hier ranzukommen. Na, Trento? Ja. So ein Glück hatte ich auch gern. Oh, Timmy Bateur ist da gar nicht stehen geblieben, der ist da durchgefahren. Lässt die Trento hier einfach mal ganz entspannt hängen. Oh! Weil er noch eine Arizona mit dabei hat. Na dann. Sag mal, und was macht ihr hier? Kollegos. Was soll das werden? Unser Team hat die Führung übernommen. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter auf die Trento. Yay, 10.000, 12.000 Schaden schon. Na gut, das wird schon noch mehr. Da, guck mal, Emil Bataille ist dahin gefahren. Oh, jetzt kommt da noch eine König. Jetzt wird's hier interessant. Oh, aus dem Winkel wird das nichts, König. Genau, 4.100. Oh, das ist nicht wahr. So, kann den mal bitte einer abräumen, ne? Danke.
vielleicht auch irgendwo in Nürnberg gesehen. Der bleibt da ernsthaft stehen. Ich habe eine Nürnberg da gesehen. Na Nürnberg. Geile, geile Position, die du hast. Die hätte ich auch so gern. Allerdings wäre ich dann ein anderes Schiff. Oh, komm jetzt ernsthaft. Na, einen habe ich doch noch. Ach, Inseln! Yay! Guck. Ich sag doch, einen habe ich noch. Habt ihr das gesehen? Glaube ich jetzt ja gar nicht. Und der bleibt da echt stehen. Mutig, mein Freund, mutig. So, hier werden wir ein bisschen hochheilen. Alter. Troll gepanzert in Nürnberg. Nee. Glaube ich jetzt ja gar nicht. Unfassbar, ehrlich. Ja, und jetzt holt sich den die Ryoho. Oh Mann, ey. Ja, Lickler, schön, dass du da warst. Viel Spaß bei der Arbeit. Na, kommt die kleine, dicke Warspider da durch? Ja, Logo. Genau, immer schön von vorne drauf. Dann kann ich mich hintenrum nochmal eindrehen. So. Alter, das mit der Nürnberg war ja eben geil. Unglaublich. Der haut jetzt nicht ab. Nein, das macht er nicht. Der fährt jetzt wirklich da rein. Guck mal, da kommen zwei Kreuzer. Was machst du denn da? Ah. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je. Solche Nummer haut immer durch. Ja, okay. Also, ja. Wie lang war das jetzt? Auch nicht viel länger. Ne, 10 Minuten, 8 Sekunden. Ja, das war irgendwie Welpenschutz, oder? Wo ist er denn mit seinem Nürnberg? Da. Hallo, so. Naja, Welpenschutz bei 1500 gespielten Gefechten. Aber auf jeden Fall ziemlich unglaublich. Da zeigt es sich, was der richtige Winkel dort bringt. Hat er sich perfekt angewinkelt, würde ich sagen. So. Was halte ich von der Odin? Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann das nur beurteilen, was ich so bis jetzt gesehen und gehört habe. Und das ist ja nicht aus erster Hand, sondern das ist dann eben auch irgendwie von irgendwem. Und ich weiß nicht. Ich habe mich damit auch noch nicht so sehr auseinandergesetzt, muss ich sagen. Für mich ist das so weit weg. Also bis ich eine Odin im Hafen habe, wird es lange dauern, wenn ich sie überhaupt in den Hafen stelle. Also, das ist so, weiß ich nicht. Das ist für mich ja eben so,
ich bin da nun mal kein CC und ich habe da keine Infos von Wargaming, was sie noch machen wollen und was auch nicht. Oder brauche ich auch nicht, habe ich nun schon mehrfach gesagt. Will ich auch gar nicht. Aber insofern ist das natürlich für mich dann auch immer schwierig, da irgendwas zu sagen, wenn ich wirklich noch überhaupt keine Meinung dazu haben kann, weil ich das Ding gar nicht selber gefahren habe. Oder als Gegner so mal richtig erlebt habe. Was haben wir denn hier? Mit Shorshi sind wir unterwegs in einem 6er, 8er. So, Minsk, wohin fährst du? Wenn du zu C fährst, fahre ich mit rüber und helfe dir. Also, ich bremse hier extra für dich ab. Wo will der denn hin? Ja, bei einigen ist es schwer zu verstehen. Ah, da ist die Shiratsuyo, okay. Oh. So, unser Minsk scheint aufgewacht zu sein. Was soll ich dir sagen? Meine Torpedobewaffnung ist mir im Moment so egal wie nur irgendwas. Aber ich habe da lecker kleine Gneisenau. Ja. Komm, Gneisenau. Burn, my friend! Na, siehst du, geht doch. Oh. Normandie. Ich hab das gesehen. So, jetzt müsste ich aber gleich nicht mehr zu sehen sein, oder? Komm ich nicht rüber, der fährt rückwärts. So. So, nochmal die. Na Normandie, kannst dich zurückschießen auf 18,5 Kilometer. Ja, ich hab's gesehen. Ich lag gemütlich auf der Couch und hab's mir angeguckt. Und hab mich gefragt, was haben die bei Wargaming da geraucht? Also, wenn also noch nicht mal Schiffsklassen gegeneinander gematcht werden, sondern wirklich nur irgendwie 1 gegen 1. Wow.
Ja, das mit dem Buff, mal gucken, würde ich sagen, ne? Was sie da wirklich machen. Und was das für Auswirkungen auf das Spiel haben kann. Oh, schieße ich dagegen? So schieße ich da nicht. So ist das gut. Wer pinkt mich denn da an? Wer ist denn dieser Today, Neu Day? Da die Gneisenau. What do you want from me, my friend? Okay, hier bin ich entdeckt. Bremsen wir hier mal ab, bremsen uns mal raus, drehen ein bisschen ab. Jupp. So, und dann können wir wieder ein bisschen Gas geben. Das ist auch schon wieder so ein CV-Spieler, der hier mit Torps unterwegs ist. Statt zu versuchen, den einzigen DD zu spotten und zu rauszunehmen. Es ist nur ein DD im Spiel. Das ist unglaublich, ehrlich. Also dann komme ich jetzt nicht mehr ran. Das wird auch nichts hier. War die Alabama, ne? Wow, ehrlich. Die Gneisenau hat es überlebt. Ich fasse es nicht. Aufpassen, wenn der anfängt hier mich einzudecken. Ja. Oh, da geht er auf mich statt auf den New Max, ne? Kleiner Sack. Macht er richtig. Problem gelöst. Gucken, wer da auf mich zielt. So, das hat auf jeden Fall schon mal die Belfast dazu bewogen, nicht mehr auf die New Max zu schießen.
Tja, ich denke mal, die Nürnberg, der ist AFK. Oh, versuchen wir mal AP. In der Garde wieder Hai. Na, Alabama. Minsk, warum schießt du damit? Du hast doch Torps. Warum? Ach. Ohne Worte. Wir haben ein DD. Das ist unser Trumpfass hier. Und der... Oh Gott, ehrlich. Da komme ich nicht oben rüber. Da aber doch. Sweet home, Alabama. Ganz weg, schnell. API. Auch schnell eindrehen. Da kommt was von der Nagato. Gefecht endet in 5 Minuten.
ja, ich sag mal, da kannst du dich nebeln. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Im Cap wäre schlauer gewesen, aber ich nur auch da. Kommt ja nix, moin! Guck mal, vielleicht komme ich noch mal einmal an die Nürnberg ran. Ja, komme ich, aber mit AP vorne. Dehöfen, moin! 330. Wow. Der 13. Monat und das am Freitag. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Cool, Janik. Vielen lieben Dank auch schon für 13 Monate. Ey, das ist unfassbar, wie die Zeit läuft. Ehrlich. Und er überlebt es. Unfassbar. Vielen herzlichen Dank. Ja, und Freitag, ne? Ja. Chevalier, moin! Tja Mensch, haben wir das doch noch gewonnen, ne? Sah am Anfang nicht so aus. Tja. Da, unser Nürnberg, der war definitiv AFK. Naja, alles gut. Was wollen wir denn jetzt mal? Kleine Runde Atlanta. Das ist auch immer wieder so eine Geschichte, ne? Übersteht man die ersten 7 Minuten mit der Atlanta oder nicht? Kommt ja immer aufs Matchmaking und vor allem auch auf die Karte an. Also kann man schon nette Matches haben. Aber es kann auch eine Katastrophe sein. Exodus, ja dann, viel Spaß. Vielleicht treffen wir uns ja, wer weiß. Und falls nicht, dann sonst noch ein schönes Wochenende. Tja. So viel zum Thema Matchmaking. Wow, wow. Die Fidschi hat ja wenigstens noch Smoke. Der kann sich ja noch irgendwo verdrücken. Ah, ja, das hoffe ich auch. Also. Das ist ja jetzt hier, ne? Okay. Ja. Ein klein wenig. Wobei die Nase völlig frei ist. Dass die Stimme ist einfach wirklich, tja, aus dem, wie soll ich sagen? Es kommt von innen, von unten. Ja, okay. Ja, 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 Jennifer, da hast du recht. Aber ich bin da ganz, ich fahre jetzt langsam, bin da ganz zuversichtlich, dass ich 3 Minuten überstehe. Aber es ist eben, ne, also wenn du hier so von so einer Alsace oder auch von der Norka oder von der Vladivostok und selbst die Lyon, also eins von diesen 3 Schiffen muss einen da irgendwie weg. Ich versuche hier hinter diese Insel zu kommen, dass ich von hier aus hier radarn kann. Damit kann ich meinem Team erstmal helfen. Und der Rest wird sich dann zeigen. Ob ich da überhaupt wieder wegkomme. Jetzt kommen ja so langsam unsere Schlachtschiffe auch nach. Die Iowa hat sich das noch nicht überlegt. Ein schöner Grog. Okay, guck mal, da geht's schon los. Und jetzt ist schon die Frage. Komme ich da überhaupt hin? Ungesehen? Ich habe ganz gute Hoffnung.
Weil ich ein Ping. Hagi, moin. So, okay. Also ich werde da nicht viel machen können, aber für meine Kumpels ist das zumindest mal ein bisschen was, ne? Guck mal, scheiße, Loyang, ne? Wenn da irgendwo das Licht angeht. Rush, moin! Dich habe ich doch schon gesehen, mein Freund. Die Mogador nimmt die. Was? Die Loyang gibt's ja immer noch? Ja. Netter kleiner Versuch. Also ich lasse mich jetzt hier von einem Lion raschen. Yay, Gachamada! Genau, Topsy raus! Gachamada, Tier 7. Versucht, die Loyang rauszutorpen. Das sind Spieler. Kannst du Hände und Füße dann wärmen, ehrlich. Und jetzt stirbt die Gachamada, weil sie versucht, die Lion zu raschen. Könnte das sein? Sauber. Mach mal Alaska, da kommst du bloß eigentlich nicht ran. Inselst du? Kleines Stückchen vorfahren.
So. Tja, es wäre einigermaßen ausgeglichen, wenn unsere Lightning da nicht auch gleich sterben würde. Wie kann man sich so in der Ecke manövrieren? Das muss mir mal einer erklären. Ich glaube, auf eine Uda-Lohi brauche ich aus der Entfernung nicht mehr schießen. Die ist einfach zu schnell. Tja, die Frage ist, ist da irgendwo die Fidschi? Oh, unser Kronstadt, großer Spieler. Startet da mal eben sein Radar. Hier hinten. Captain Freibier, moin. Eieieiei. Deswegen stand er die ganze Zeit auch schon hinter mir. Mit seinem 9er Top-Tier-Kreuzer. Tobi aus Berlin, danke für den Follow. Willkommen in der Familie. Oh, oh, oh. Fidschi. Ich komme jetzt nicht ran. Komme ich auch nicht ran. Komme ja nichts ran. Da bin ich entdeckt auf die Udaloi. Von diesen zwei 9er Granaten da hinten noch eine Norka, die irgendwo rumdödelt, muss ich irgendwie weg. Aber da komme ich nicht weg. Und unser Iowa. Ich würde sagen, der fährt doch voll da nicht rein. So, es muss nur eine Hälfte vorbeigehen. Ich will gar nicht, dass alles vorbeigeht. Wenn alles vorbeigeht, sieht er mich. Und macht mich da ein Flugzeug auf. Oh fuck, den Orca. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Wo ist denn unsere...
Ja, die Vladivostok will auch noch mal ein Stückchen haben. Jo, ist klar. Keine Chance, irgendwas zu tun. Also Leon fährt einen gemütlichen Rückwärtsgang. Ich bin gleich raus. Man brannt nämlich auch mit. Jo. Ja, da war nicht viel zu wollen. So, und wenn die Vladivostok jetzt richtig Gas gibt, jetzt führt die Lyon auf den zu. Ich wollte sagen, wenn du jetzt weiter rückwärts fährst und der fährt jetzt, also manche denken auch überhaupt nicht mit. Der bremst doch automatisch ab, wenn der jetzt auf ihn zufährt. Ich hab extra... Oh, Leute, ehrlich. Da laufen Torps. Wollt ihr jetzt schneller sein als die Torps, oder was? Nee, da fehlt jetzt einiges an Spielverständnis. Und jetzt rammen sie sich. Jetzt rammt er ihn. Oh ja, du bist ein großer Spieler. Du hast ihn rausgerammt. Keine Tarnung, aber gerammt. Großes Kino. Oh Mann, ey. Zwei gegen vier und er rammt. Vier gegen zwei, ja. Aber zwei gegen vier? Nein. Na gut, also 86.000 als kleiner Siebener nehme ich mal mit. Oh, ist das bitter oder ist das bitter? Ja, unsere Gatchamada. Gatchamada. Sitzt im Nebel und versucht mit 4.000 Gefechten allen ernsthaft einen anderen DD rauszutorpen. Gatchamada, wie viel? 126 Gefechte mit der Gatchamada. Da müsste ihm doch irgendwann mal auffallen, dass er nicht einen einzigen DD bis jetzt getroffen hat. Woran hängt das? So, und da ist unsere Kronstadt. Der eben noch da und dann plötzlich weg war. Und unsere großartige Lyon. Wow, der hat auch 3.500 Gefechte und fährt ohne Tarnung rum. Alter. Das ist jetzt wirklich, also... Nee. Nee. Das ist böse. Ja, dann, warte mal, Monty, wie ist denn der? Jo, das passt doch, ne? Das ist doch der. Jo, passt. Versuchen wir mal, Massachusetts ins Spiel zu bringen. Also, gestern und heute, letzten beiden Streams. Ja, Mensch. Auch schon ein bisschen her. Das war ja Montag und Freitag letzter Woche. Die Hipper. Ja.
Warum nicht? Muss ich bloß gucken, ob ich einen Kapitän draufsetzen kann oder umschulen muss. Ich glaube, in meinen Dublonen geht es zur Neige, weil ich ja von den Dublonen, die mir Black Omega geschenkt hatte, hier die Massachusetts gekauft habe. Die Graf Zeppelin auf der anderen Seite. Was haben wir denn noch hier? Eine Shima. Mhm. Wir haben eine Deering. Jo. So. Brawlen wir mal Richtung C mit der Georgia, würde ich sagen. Die Yoshino ist im Hafen. Ja, Glückwunsch. Schönes Schiff. Muss man aber wirklich auf Entfernung spielen. Und aber sonst richtig schickes Schiff. Zwar groß und damit natürlich auch leicht zu treffen, aber auch mächtig. So, Georgia, bist du da? Jo, bist da. Okay. Deering, AFK? Ne, ist da auch sehr gut. Ja, absolut. Aber sie ist halt auch wirklich sehr genau. Sehr, sehr genau, finde ich. Guck mal, Shima ist unterwegs zu A. Also auf den werden wir hier nicht treffen. Auf wen können wir denn hier treffen? Wer kann denn... die Atago könnte hier böse sein. Zao wird nicht so nah ranfahren. Wird sich aber wahrscheinlich mit der Des Moines abstimmen. Oh, nö, ist dahin unterwegs. Irgendwie sieht das für mich so aus, als wenn hier kaum einer in Richtung C unterwegs ist. Mit dem Coupon die Le Terrible. Schwieriger zu spielen, finde ich. Oh, Georgia, du bist mir sympathisch. Es sei denn, er gibt jetzt Gas, um sich hier hinter die Insel zu stellen. Dann eher nicht. Aber wenn wir beide jetzt hier reinfahren, alter Schwede, da hat der Arsch aber Kirmes, wenn da einer uns entgegenkommt und wir beide mit der Secondary drangehen. Missouri. Na, krieg ich das noch raus, bevor ich hier... Jo. Sieht mich aber trotzdem. Alter. Weil da noch die Musashi ist und da ist auch noch eine Hindenburg. Ja, dann. Nicht nur das, da haben wir auch noch eine kleine Atago. Ist klar, Musashi. Von vorne drauf. Missouri Shisai. Oh oh, da sind jetzt doch ein paar mehr als gedacht. Kannst du mit dem... Och, drei Brände! Yay! Das wird ein kurzes Spiel. Killer Bube, moin!
Da hast du ein kurzes Spiel. Unter anderem, weil der sich da abwendet, das kann ich aber noch nachvollziehen, aber vor allen Dingen so eine Granate sich da hinten einfach versteckt. Klar, Henry ist auch von hinten zu spielen, aber wenn du zwei Schlachtschiffe hast, die reindrücken, ich finde, da muss man sie einfach besser unterstützen. Sollte man zumindest tun. Aber nö, eher nicht. Naja, warten wir das mal ab, wie das ausgeht. So, dann werfe ich nochmal einen Blick auf die Hipper. Haben wir da einen Kapitän oder haben wir da keinen? So, raus da. Gibt hier nichts zu sehen. Gar nicht mitbekommen, dass Eritrea in den Hafen gestellt. Habe ich auch nicht mitbekommen. Habe ich eine Eritrea? Das liegt vielleicht daran, dass mich die italienischen Kreuzer so überhaupt nicht reizen. Also wirklich null. Ich finde die einfach. Oh, guck mal, da können wir die von der Graf Spee draufsetzen. Dann kann ich gleich mal drüben gucken. So. What? Da. Wartet mal. Klar, ich denke mal, das wird damit zusammenhängen, dass die italienischen Kreuzer jetzt dann eben offiziell da sind. Und du musst ja irgendwie starten können. Und da hast du ja immer das erste Schiff. Das hast du ja immer bei jedem Forschungsbaum. Also insofern ist das ja nichts Ungewöhnliches. So. Jo. Voll ausgebaut ist hier auch. Dann gucken wir doch mal. Jo. Puh. Tja, dicke Backen habe ich schon, aber jetzt werden sie richtig, richtig dick. Ein 8er 10er auf Kampfzone Alpha. Tja. Wenigstens habe ich RPF. Halbe Miete. Dein Lieblingsschiff. Okay. Ist ja immer irgendwie so ein bisschen auch vom Matchmaking abhängig, finde ich, ne? Was man draus machen kann. Natürlich versucht man für sich selbst immer das Beste. Aber eben gerade das mit der Massachusetts, also das war ja nun, sagen wir mit der Georgia zusammen da rein, war schon klasse. Dass ich jetzt da unbedingt auf die Musashi treffen muss, war blöd. Der hat mir da von vorne angewinkelt, mal eben, ich glaube, drei Zitadellen reingeschossen. Da ist das die Hälfte des Schiffes weg. Dann ist das Spiel ja eigentlich auch schon fast vorbei. Ja, auf 17 Kilometer, glaube ich. Das kann ich eher lassen. Zumal die Yu Yang da ja auch nicht gerade ausfährt, sondern gerade versucht irgendwie. Naja. Auf den einzudrehen. Drehst du jetzt zurück? Ja, klar. Da ist eine Shimakaze.
Dafür sehe ich die Yo Yang nicht mehr. So. Hipper, go, go, go. Ich sehe nichts. Komm da nicht ran. Keine Chance. Guter Job. Ach, weißt du was? Scheint er nicht unbedingt mutig in Richtung C zu fahren. Wishmaster, moin! Oh, Ibuki. Gehen wir hier mal mit HE hinterher und Ibuki vielleicht mal mit AP. Jetzt dreht er total weg. Ist ja ärgerlich. Ist genau die richtige Entfernung. 11.2. Sieht er mich nicht mehr. Tja. Ich komm noch schon. Mach mich damit ja auch zum Ziel. Jetzt habe ich AP drin. Oh, sag mal. AP auf die Enterprise. Nope, keine AP auf die Enterprise. Peppi, danke für den Follow und willkommen in der Familie. Tja, CV. Alter. Guck dir mal an, worauf du dazu fährst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und der ist vielleicht auch hier. 10. Und das ist jetzt dein Ernst. Naja. Haben sie wenigstens ein Ziel, worauf sie schießen können. Und lassen uns zufrieden. Da ist die Yu Yang.
Also, hier war sie. Und die Lightning. Genau, Hindenburg. Kümmer dich um die Hipper, das ist eine gute Idee. Hier ist nur ein Achter und der kann dir auch nicht wehtun. Genau, richtig. Fährt Schnur geradeaus. Hm. 7800 Schaden. 386.000 potenziellen Schaden. Naja, dann. Gutes Verhältnis. Das ist allerdings auch, ne? Amagi. Warum? Schön angekuschelt an die Insel. Ist es nicht niedlich? Ja, das kannst du fast gar nicht von Gegner sprechen hier. Das ist so... irgendwie... oh, Amagi ohne Tarnung, yay. Jetzt fährt er raus. Und da kommen die Torps? Oder... na? Na? Durchgelaufen. Wurde als Weichei identifiziert. Da passen die Torps nicht. Alter Schwede, echt. Ja, aber so ein bisschen, also ein bisschen was kann man ja doch erkennen, oder? Also die Spezialtarnungen sind ja nun nicht so speziell, dass sie wirklich unsichtbar sind. Oder täusche ich mich da so sehr? Also ein bisschen Tarnung, ich sehe da eigentlich nicht wirklich was. Aber gut, ist mir auch egal. Solange der im Gegenteam ist, soll er ohne Tarnung fahren. Man kann es im Hafen deaktivieren. Was das, dass man, dass die Tarnung angezeigt wird? Ah. Gucken, ob wir da durchschießen können. Ne, können wir nicht. Doch, ne, können wir nicht. Oh, der hat seine Waffen schon hier. Eindrehen. Und tschüss. Ah, okay.
Tja, also optimales Hippergefecht, 16.000 Schaden. Irgendwo die ganze Zeit hinterhergefahren, immer noch deutlich besser als die Tirpitz. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, echt. Naja. So können die Gefechte auch laufen. Haben wir das andere schon gewonnen? Ah, wie verblüffend. Nehmen wir nochmal die Massachusetts und diesmal nicht ganz so YOLO. Ich bin mal gespannt. Ich guck jetzt mal. Ich war als erster raus. ...850.000 potenzielle Schaden. Und ich bin drittletzter. Mogami und Richelieu sind sogar noch dahinter. Und das, obwohl ich als erster insgesamt raus war nach 4,25. Wow. Naja. Nö, da muss man dann auch einfach wirklich sagen, natürlich kann man mehr riskieren. Und kann einfach aggressiver spielen und aggressiver fahren. Aber die Frage ist, warum? Wenn es angebracht ist, man hat ja hier gesehen, gerade bei der Massachusetts, dass also so ein aggressiver Spielstil nicht zwingend belohnt wird. Also muss man sich doch einfach irgendwo überlegen, wie kommt man da am besten ran? Reines Achter-Match, cool. Und ich finde, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also, für mich ist es das Schwerste in dem Spiel zu erkennen, welche Situation jetzt als nächste kommt. Also dieses Einschätzen. Muss ich pushen? Muss ich mich zurückhalten? Was ist gefordert? Das finde ich echt am schwersten. Peppi, moin! Also ich finde, das ist so eine Nummer, boah. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, das kann, also, wenn die drei Schlachtschiffe damit zu A fahren, dann fahre ich da nicht auch noch mit hin. Da ist die Benson. Wenn er wieder zurückdreht, ja, was er tut. Immerhin 1300. Hat er mich gelinkt? Glaubt er. Und unser Kit, tja. Roma dreht auch schon wieder ab. Da geht die Edinburgh gleich auf. Jipp.
müsste doch eigentlich gleich zugehen. Wieso? Wer spottet mich hier immer noch? Kann nur die Bands sein. Ne, okay, jetzt nicht mehr. So, deswegen fahre ich hier schön hinterm Smoke. Amagi! Oh, Chapa. Nicht zu fassen. Und Roma muss man auch nicht viel zu sagen. In welche Richtung drehst du zurück? Tja, Wishmaster, habe ich auch so gesehen und auch so gedacht, aber hilft ja nichts. Ist nun mal da. Wird schon wieder. Na, drehst nach oben raus? Ja. Sehr schön. Artig. Und? Wie kommt's? Passt. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Danke dir, danke dir. Hätte ich die doch gar nicht mehr rausschießen müssen. So, Kit hat die Benson rausgetorbt. Da war eigentlich so gut wie nichts mehr dran. Fährst du weg? Drehst du rein? Ja, es ist halt ein anderes Schiff, ne? Ganz anderes Spiel. Krägchen vielleicht noch. Och, er bremst ab. Der will sich da hinlegen, um zu nebeln. Okay. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt gib mir noch 10 Sekunden und... Oh, er ist... Er ist noch da.
Er ist noch da. Da geht doch noch was. Holen wir so ein Cap. Wo ist eigentlich deren CV? Kriegen sie aber auch wirklich, also für alt und für neu, ne? Go Fighters, go! Na, baut wieder auf. Oh. Kutuzov. Rolf Laschkowski. Da war aber RNG mehr bei ihm als bei mir. Soll er haben. So, wenn ich so weiterfahre, habe ich die Vladivostok gleich breitseitig. Nicht auf mich eindrehen. Ich habe da eine Saipan gefunden. Ach komm jetzt. Oh ja, dreh dich, dreh dich. Genau so will ich dich sehen, Vladivostok. Du kannst es, komm. Oh, komm jetzt. 954, lass dich da stehen. Hallo? Na also. Legedele, moin! Mach weiter, Kutuzov, so kriege ich vielleicht noch meinen Dreadnought nachher. Ich wollte gerade sagen, viel ist an dir nicht mehr dran. Das weiß ich. Dafür habe ich dich zu gut getroffen. Schade eigentlich.
nicht getroffen. Na? Das sah doch gar nicht schlecht aus. Ha, Grüße vom neuen PC. Ja, Mensch. GZ. Läuft alles? Neuer PC ist ja immer so ein bisschen... Oha, oha, oha. Ah, Robike, moin. Moin, Blackfire-Schiffe sind schon bekannt. Ach, echt? Ich weiß von nix. Ich weiß von gar nichts. Black Omega! Ey, alter Schwede. Erstmal herzlich willkommen und dann haust du hier gleich wieder 10 Geschenksubs raus. Ey, vielen herzlichen Dank. Das ist ja ein Hammer. Also, erstmal muss ich hier nochmal schnell einen Screenshot machen. Und dann können wir gleich das Ganze in Ruhe... Go, 2600, jo. Das ist doch schon mal was. Millionen. Ja, also... Immer wieder ein Hingucker, ne? Sobald du reinkommst, passiert irgendwas. Hammer. So, und ich habe jetzt meine Screenshots auch gleich gemacht. So. Ja, und dann kann ich mich jetzt hier beantworten, das ist die Frage, Liketina. Ja, moin, 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 moin. Also, jetzt muss ich ja mal gucken. Jetzt muss ich ja mal sehen, wer hier... Also, erst einmal herzlichen Dank, dass du Wattwürmchen, Tori, Döhöfen, PH Thomsen, Wishmaster, Stahlkaninchen, Silberwolf, Lurk Disaster, Blindfisch und Exodus zum Kapitän gemacht hast. Vielen lieben Dank und euch herzlich willkommen als Paten. Auf meinem Kanal, nicht als Kapitäne. Also Kapitän natürlich auch. Aber ja, sehr cool. Also vielen lieben Dank. So. Kann ich da einen draufsetzen? Nope. Da kann ich einen draufsetzen. Ja. Also. Tja, wirklich großes Kino. Vielen herzlichen Dank nochmal. Und Liketela ist da oben als Familienoberhaupt jetzt ganz schön gerupft. Da ist jetzt einiges zusammengekommen. Alter Schwede. Die Minimap einfach mit Plus und Minus auf der Tastatur. Hast du rechts außen Plus und Minus und da klickst du einfach und dann machst du sie größer oder kleiner. Ping. Dublon. Außer was unter dem. Was meinst du? Dublon? Wo soll ich Dublonen?
Können wir gleich noch. Lass uns mal gucken, was wir hier so haben. Kit und Jutland, da freut sich unsere Audacious. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das darfst du mit mir nicht machen jetzt. Eieiei. Oh Mann, ey. Oh. Hammer. Nö, das Verbrauchsmaterial ist einfach weg. Genau, Captain ist am Ende. Das Schiff sinkt bald. Warte, lass noch mal ganz kurz gucken, was haben wir denn drüben? Sunderer, Missouri, Jean Bart, Izumo, Tirpitz. Des Moines und Sarah. Tja, und der Rest sind. Ja, interessantes Matchmaking. Okay, Tirpitz kommt scheinbar da drüben. Missouri auch. Jean Bart fährt da auch rüber. Also ich glaube, den auf die Entfernung zu treffen, das wäre schon wieder. Das wäre was für einen. Ich rede zu viel, ich weiß. Eindeutig. So, Izumo. Wie schnell bist du unterwegs? Oh, geht so, jetzt gibt er Gas. Oh, dahinter noch der Thunderer. Ja, und? Okay, noch ein bisschen tiefer halten. Guck mal, Deering und Des Moines. Und du schießt ernsthaft? Oder war das der Thunderer? So, unser Alaska braucht da ein bisschen Hilfe, würde ich sagen. Obwohl das schon fahrlässig ist, was ich hier mache. Eigentlich muss ich den da sterben lassen. Weil, was der jetzt gemacht hat, das war echt nicht wirklich schlau. Jetzt haben sie mich nicht am Arsch hier. Er haut durch den Tunnel ab hier. Izumo, Thunderer, Des Moines und Gearing. Ja, und wer ist hier wieder... Oh, jetzt hat er doch... Ey, Alter, die siehst du doch schon seit einer halben Stunde. Na, Izumo muss drehen, ne? Verkehrte Welt. Izumo schießt HE. Thunderer AP. So. Du warst jetzt zweimal hinter der Insel. Zweimal konnte ich nicht vernünftig zielen.
Na, Soyuz, das war nix, ne? Besser. Na, willst du weg? Das ist jetzt alles unangenehm hier. Dann bist du eben weg. Mir doch egal. Deine Entscheidung. So. Und da C gecapped wird, gehe ich mal davon aus, dass das der DD ist, der da C capped. Also mal ehrlich, warum soll ich mich hier mit dem 10er und 9er anlegen? Wie soll ich das machen? Unser Soyuz rennt auch weg. Da kann ich nur mitrennen. Problem ist, dass diese Thunderer mich hier gleich aufmacht. Ist einfach zu schnell. Bei 14.1 macht er mich auf. Thundera, das war jetzt vielleicht ein Fehler. Na, ah, ist langsamer geworden. Ich hab's gesehen in dem Moment, als ich geschossen habe. Bin ich mir nicht zu schade, jetzt nehme ich HE. Weil nach so einer Keule wird er sich wieder eindrehen und dann schieße ich ihm von vorne einfach HE drauf. Erstmal ist nur Überleben angesagt. Oh, und ich bin entdeckt. Das ist nicht gut. Warum? Oh, nee, ne? Tja, wie man es macht. Warum war ich eben entdeckt? Warum bin ich entdeckt? Da ist noch irgendwo eine Idee. Da ist die Jutland. Sieg ist in Sicht.
Na, Tippets. Nix. Na dann. Nein. Die DD können machen, was sie wollen. Siehst du auch, er ist hier mit seinen Torpedofliegern unterwegs, weil er Damage machen will. Summe brennt. Izumo, ich schieße nicht die ganze Zeit HE. Ich schieße auch mal AP für eine Izumo. Unglaublich. RNG, echt unglaublich. Mann. Rommel, moin. Verpasst, sorry. Bisschen im Stress hier. Irgendwie ist das alles viel heute für mich hier. Konzentration ist nicht so da. Aber geht schon. Tja. Audacious. Deswegen steht er auch hier unten. Oh. Tier 10. Das Beste, was er bis jetzt geschafft hat, 4 Kriegsschiffe zerstört. Was hat er eben im Chat geschrieben? Lass die BBs fahren, kümmert euch um die Kreuzer. Ich kann die... Wie hat er geschrieben? I can kill them easily. Ja. Man sieht's. Wow. War am 4.11. Wie ist gelaufen? Alles gut? Bist auf dem Wege der Besserung. Und hier, boah, da ganz unten. Naja, okay. Vielleicht hilft ein Schluck zu trinken. Oh. Ja. Schiene. Okay. Ja, schön. Was haltet ihr von der Runde Kaga? Wollen wir mal ein bisschen... Ja, das mit einem heißen Grog lese ich nicht zum ersten Mal. Aber ich muss gestehen, also wenn ich mich so fühle, wie ich mich jetzt fühle, kannst du mir mit Alkohol überhaupt nicht kommen. Also gar nicht meins. Überhaupt nicht. Wenn es mir besser geht. Also ich erkenne das an zwei Dingen. Ich mag den Erkältungstee nicht mehr und trinke wieder gerne Kaffee. Und ich hätte jetzt so ein Angebot zu einem heißen, alkoholhaltigen Getränk nicht abgelehnt. Also daran kann ich es wirklich erkennen. Ich habe die letzten zwei Tage auch Hühnersuppe gegessen. Wartet auch schon wieder heute auf mich. Also... Immer schön, ne? Die gesunden Sachen. Der heiße Zitrone, ja, das wäre vielleicht mal tatsächlich eine Maßnahme. So, was ist? Fahren wir zu A? Cappen wir A? Ja, ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Warte mal, ganz kurz mal gucken. Was haben wir denn hier eigentlich? Ein 6er, 8er haben wir. Vokalon Fubuki. Okay. Ab 17.12. Reha. Bist du über Weihnachten in der Reha-Klinik oder lassen sie dich wieder raus? Tja, Shokaku.
Okay, entdeckt bin ich aber auch. Fubuki. So, den setzen wir mal hin, dass meine Jungs und Mädels den auch sehen. Und ich vor allen Dingen schön entspannt hier aus dem Mann fliegen kann. Bisschen hoch. Aber wichtig ist ein Brand. Guck mal, hat er auch gleich gelöscht. Das war richtig schlecht. So. Da kommt man nochmal ein Ausfall. Und er ist gespottet. Heiße Milch mit Honig. Ja. Könnte. Oh. Hat zu. Aua. Warum fährst du denn da weg? Warum fährst du da weg? Ach, weil er ihn torpen wollte. Mein Gott. Einige Spieler. Also wenn der jetzt teamdienlich spielt, dann bleibt er einfach hier stehen, spottet ihn, weil er näher als 2 Kilometer dran ist und ich nehme ihn mit dem nächsten Anflug raus. Nein, er ist ja killgeil. Also fährt er hier hin, um noch zu torpen, wird dabei selber rausgenommen. Das ist einfach schlichtweg doof. Ätzend. So. Den hole ich zurück und nochmal wieder. Sind unter Beschuss. Katapultjäger zerstört. Der hat jetzt geschrieben, nice support. Alter. Sei mal froh, dass ich das erst jetzt lese. Sonst hättest du dafür aber einen Spruch kassiert. Also nicht nur einen. So, jetzt muss ich hier über die York. Mach ich eigentlich ungern. Greifen Gegner an. Sind unter Beschuss. Sind da auch noch Jäger? Hat die Jäger gestartet? Sieht fast aus. Das ist zu viel.
Also Randa, blinde Socke, danke für den Follow und willkommen in der Familie. Norka, du bist mir im Moment so egal, solange die diese Wuckelon noch haben. Ja, moin! So, ich vermute mal, dass er mit seiner Wackerla weiterhin hier in Richtung dieser Shokaku da geflüchtet ist, beziehungsweise hier vielleicht irgendwie rein. Hm. Ah! Zeit jetzt hier in der Nähe von der Norka ist nicht so wirklich witzig, aber ich würde gerne diese Vokala jetzt mal spotten. Bist du? Da oben ist er. Das hätte ich nicht gedacht. So, dann fliege ich hier einmal die Monarch noch mit an. Oder nehme ich die Norka? Hm. Guck mal, die Vokala hat die V rausgenommen. Das ist echt... Monarch geht ab oder nicht, ja logo. So, dann also jetzt Norka. Nettes kleines Flooding. Ja, schießt ihr mal auf die, die schon am Boden liegen. So, dann wollen wir die Vokalon jetzt mal suchen. Ein Stückchen weiter hier rüberfahren. Sicher ist sicher. Wo mag der jetzt sein? Scheint ja nicht gerade langsam zu sein. Gefunden haben. Sind unter
Schuss. Manchmal ist RNG echt, also... So schnell bist du dann doch wieder nicht. Okay. Alle fiesen Dinge sind drei. Vladivostok, kommst du jetzt extra hier mit her, um Anti-Air zu geben für die Vokala? Oder willst du einfach nur abhauen? Oh, ich sehe gerade, ich wollte jetzt mir hier ein bisschen Spaß machen. Das werde ich mal lassen. Wir liegen ja hinten. Also von den Schiffen. In der Luft. Na, auf dem Weg zur Vokala, vielleicht noch einen kleinen Brand auf die Fuso drücken. Nähern uns dem Ziel. Ha, 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 ha. Ey, guckt euch das an, das ist doch nicht wahr. 337. Egal. Jetzt bist du fällig. Leck's mir doch am Arsch, ey. Nähern uns dem Ziel. Wir stehen unter Beschuss. Dankeschön. So. Jetzt sind wir auch nur noch zu viert. Wow. Behalte derzeitigen Kurs bei. So. Oh, komme ich da noch hin? Da komme ich nicht rechtzeitig hin. Shit. Ich wollte Anti-Air geben. Da komme ich nicht rechtzeitig hin. So. Mal gucken, dass wir nicht von vorne. Wir sind nur noch zu dritt. Nicht von vorne drauf gehen, sondern von der Seite. Und wenn ich von hier aus komme, dreht er sich im Zweifelsfall auf meine Torps ein. Und dann kann ihm die Norke einen mitgeben. Alter, du standst doch eben fast. Na, na, und weg ist er. Autopilot aktiviert. Kehren zurück. Ich
glaube, ich gehe mal mit denen los. Vier Minuten. Baltimore, Chopper und Monarch. Jetzt alles nicht unbedingt so Top-Ziele. Och, aber so richtig gut geht's denn auch nicht mehr. /726, ey. Kehren zurück, sind unter Beschuss. 726. In der Luft. Schießt die Bismarck eigentlich immer noch HE? Nein, AP, sehr gut. So, und jetzt gibt es tatsächlich von vorne einen drauf. Das gibt nämlich meistens, wenn es denn klappt, einen Wassereinbruch. Monarch, mein Freund. Hier kommt die Keule. Wir stehen unter Beschuss. Tja. Dann will er den Bomben ausweichen und zeigt Breitseite zu Bismarck. Auch eine Entscheidung. Hier nochmal einen Fighter setzen. Sind unter Bestiger in der Luft. Viel. 20 Sekunden. Geht da nur darum, euch aufzuhalten. 7 Sekunden. Unser Team verlässt sich auf Sie. Da habe ich ihn getroffen und er hat noch 1400 übrig behalten. Naja, aber... Ah, fast den Solo-Warrior. Es waren noch 3, es waren nicht 4. Also ich hätte jetzt gefühlt gedacht, irgendwo hier. Aber das hier bringt halt wirklich Punkte. Das auch. Tja, die waren halt noch zu dritt und verlieren gegen einen. Das ist das Schöne auch bei diesem Spiel, dass sowas eben auch geht.
Also muss nicht immer der oder der Part gewinnen, damit mehr am Ende noch dasteht. Sehr schön. So, was wollen wir uns denn nochmal? Nochmal eine Runde Furutaka. Blaubeer, moin! So, jetzt ist die Stimme schon fast weg. Jetzt kommen schon ganz merkwürdige. Oh, Black Omega. Gut, dass du da schreibst. Guck mal, ich bin hier so motiviert. Nee, das liegt einfach daran, dass ich einfach wirklich nicht voll da bin. Ja, da gucke ich natürlich hier parallel sofort schon mal rein. Also, Gottes Willen. Was haben wir da? 5er, 6er. Oh, 2 CVs pro Seite. Okay. Und jetzt bin ich... Oh. Alter Schwede. Vielen herzlichen Dank, Black Omega, für nochmal 10.000 Dublonen. Alter Schwede, echt. Also sehr, sehr geil. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Weiß ich jetzt ja gar nicht, wen ich hier am besten jetzt versenken soll dafür. Nee, also das ist echt unglaublich, was du hier so machst und wie du den Kanal unterstützt. Vielen, vielen Dank. Das Steakmonster. Na. Könnte ich auch fast sein. Guck mal hier. Ich weiß genau, wo der hin will. Das Problem ist, dass ich hier wahrscheinlich auf... Ah, oh, nee, jetzt dreht er dann doch. Auf so ein bisschen Widerstand stoßen werde. Morgen. Pass mal auf, Mulligan. Wenn du da einen überraschen willst. Da kommt eine ganze Menge, oder? Ja, genau. Was gibt's zu essen? Oh, 4 Zielen, hallo? Wart daneben? Was ist das denn für eine Gurkengeschichte hier? Hühnersuppe gibt's heute bei mir. Wie die letzten Tage auch schon. Super 7, moin! Oh oh. Irgendwas sagt mir, dass mich der CV nicht mag. Ha 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 ha.
Wenn, dann zwei Eier. Bolioni, alte Säule. Alles richtig gemacht, im richtigen Moment eingelenkt, oder? Na? Ja, tatsächlich alles richtig gemacht. Oh, und Monte Coccoli ohne Tarnung. Nimmt mir hier so ein bisschen meinen Bewegungsspielraum. Eckler hat das System auch noch nicht verstanden. Überhaupt nicht. Sagt jetzt, was wollt ihr denn? Ich hab ihn doch gekriegt. Ja. New York ist klar. Mitten in die Drehung. Ist klar. Fenderboy, moin. Klassischer Reload-Booster, würde ich sagen. Was willst du von mir? Komm dir gleich mal heran da. Und unsere Bretagne... Dazu sage ich jetzt gar nichts. Unfassbar, ehrlich. Anti-Air mal abschalten. Ich glaube, der dreht wieder hier hoch. Oh, haben wir den Brand gleich gelöscht, New York? Ehrlich? Mal nicht, mein Freund. Ja, einfach zwei schlechte CVs. Deswegen werden wir das auch verlieren. Null Unterstützung. Habt ihr mal irgendwo hier so einen Fighter gesehen? Also hier ist die Furious. Der müsste eigentlich sehen, was vor seiner Nase so abgeht. Njet. Oh.
Tja. Bei einigen trifft das wirklich immer noch richtig gut zu. Das bestätigt, ist mir völlig egal. Der CV soll es bestätigen. Schlichtweg dumm. Einfach schlichtweg dumm. Ja, ich denke mal, den haben sie vorhin einmal angeschossen und dann hat er entschieden, das war's für ihn. Die New Max ist es. Ich habe mich gefragt, wer zielt. Das kannst du knicken mit so einem Team. Kannst du einfach wirklich knicken. Hmm.
Na, Monte Coccoli. Aui. Ja, es ist 3 gegen 4, aber es sind 3 völlige Noobs. Also, 2 von denen sind absolute Log, moin, ja. Ja, gerade eben. Die Stimme verheißt es vielleicht, es gibt Hühnersuppe. Ja, das ist so ein bisschen das Problem einfach, ne? Wenn du 2 CVs hast pro Spiel und du hast dann die beiden, die keinen Plan haben, was sie tun, kannst du es nicht gewinnen. So einfach ist das. Es geht nicht. Also wenn 2 von 12 Spielern planlos sind, geht's nicht. Also gerade die wichtigen. Und Nee, da wird kein Wasser mit rum ersetzt. Nix. So, also. Tja, schade eigentlich, ne? Am Ende doch noch beide gekriegt hier. Aber der kriegt da nichts auf die Reihe. Haben beide nichts auf die Reihe bekommen. Also wenn sie nicht in der Lage sind, wenn sie angepinkt werden, zu begreifen, dass da ein DD ist, den sie spotten müssen, dann haben die das Spiel nicht verstanden. Ich finde, das ist relativ einfach dann zu erkennen. Weil, dass sie mal was übersehen, okay, das ist vielleicht mal so. Sollte dir als CV nicht passieren, aber kann natürlich passieren. Wenn du dann aber angepinkt wirst und du siehst auf der Karte einen DD, dann spätestens dann müsste ich wissen, was der von mir will. Aber einige, ja. Kannst du einfach knicken. Die begreifen das nicht. Weil sie das Spiel nicht verstanden haben. Weil sie sich wahrscheinlich mit dem Spiel und den Möglichkeiten und Regeln überhaupt nicht beschäftigt haben. Also null. Nur gerade wenn ich im CV unterwegs bin, habe ich einfach, sage ich auch nicht zum ersten Mal, finde ich, eine deutlich größere Verantwortung meinem Team gegenüber, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mit einem BB unterwegs bin. Weil wenn ein BB dabei ist, der nicht so doll ist, dann ist das so und alles andere, naja. Killer Bube, ja, vielen Dank. Dir auch noch und dir auch viel Spaß und schönes Wochenende. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den auch noch rausschießen. Ich glaube nicht, dass die New Max da drin stehen bleibt, oder doch? Na doch. New Max will durchcappen. Wird aber nix. Sehr gut. Sage ich ja auch immer wieder, sehr gut, wenn solche CVs dann auch mit rausgenommen werden. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn die dann überleben. So. Ja, ein wenig. Oha. So, dann suchen wir doch mal unsere großartigen CVs. CZSK. Ja. Tja. Ja, kannst du. Mit so 2 CVs, guck mal, hier drüben, die Royal hat 6 versenkt, ist oben. Der ist da. Also das sind halt Leute, die wissen ein bisschen mehr, was sie tun und die machen es zielgerichtet. Ja, wenn 2 von denen auf 2 von den anderen treffen, dann geht es genauso aus, wie es bei uns gelaufen ist. Stehst komplett alleine da. Und tja, Thema ist dann durch, ne? Ja, nochmal die grobe Keule. Mit der Stalingrad. Spaghetti mit Scampi, Knoblauchbutter und feinen Chardonnay. Ja.
Ja. Aber nee, bei mir gibt's heute Hühnersuppe. Ich musste auch einfach mal das essen, was gut für mich ist. So, die haben eine Deering und eine Harugumo. Die Harugumo ist mit der Kremlin und mit Conqueror zusammen. Okay. Oh, wenn ich das Spiel richtig verstanden habe, müsste ich mich jetzt, weil ich ja Top-Tier bin, eigentlich hier hinter der Insel hinstellen, ne? Das siehst du so oft, dass die Top-Tier-Spieler sich plötzlich irgendwo hinter den Inseln hinstellen und die Low-Tier-Spieler nach vorne lassen. Also. Immer wieder abenteuerlich. Oh ja, Meeresfrüchte. Ja, auch sehr, sehr lecker. Es geht auch so viel damit. Man kann so viele schöne Sachen damit machen. Aber es ist ein reines Zehner. Das sind nur Top-Tiers. Stehen wir alle hinter Inseln. Yay! So, warte mal. Wie weit reichte das? 12 Kilometer. Da kommen dann natürlich gleich mal zwei in das Molens noch mit dabei. Ja, immer wieder gerne. Und dahinter noch der Yamato. Ja klar, geht's noch? Oh, zu spät eingelenkt. Nee, ne? Tja, funny, funny, funny. Und so viel zum Thema, die Top-Tiers verstecken sich. Guckt euch das an. Da haben wir einen Conqueror, den so gut wie nix. Und da haben wir eine Yamato, die so gut wie nix von hier aus machen können. Wow. Aber immerhin, 63.000 in, was waren es jetzt? 4 Minuten, 30 Sekunden? Nee, noch nicht mal. 4 Minuten und 1,6 Millionen potenziellen Schaden.
Ja, ich glaube, das zieht sich hier noch ein bisschen. Und da gehen wir nochmal wieder raus. Tja, wieder habe ich mich zu sehr drauf verlassen, dass meine Schlachtschiffe mit nach vorne fahren. Nein, tun sie nicht. Und die anderen tun es, also das Gefecht geht verloren. Vermute ich mal. Weil die anderen stehen an den Caps und unsere stehen irgendwo hinten und kommen dann nicht wieder zurück an die Caps. Und wenn die DDs dann erstmal raus sind, ja, wer sollen dann cappen? Die? Die machen ja nur alles, aber fahren nicht nach vorne. So. Dann würde ich sagen, heute mal zum Abschluss, weil das wird jetzt dann der Abschluss sein. Ich muss dann sehen, dass ich echt nach Hause und so ein bisschen auf die Couch und unter die schöne, dicke, kuschelige Decke komme. Ja, so ein bisschen Julio jetzt nochmal zum Abschluss. Schadet ja nicht. So. So. 5er, 7er. Die Nase ist okay. Die Nase ist völlig frei. Halte ich auch für ungewöhnlich. Also ist für mich auch ungewöhnlich. Also eine freie Nase bei so einem Husten und so einem Grippegefühl. Aber mein Arzt hat die Lunge abgehört und die Lunge ist es auch nicht. Aber ich vermute mal, dass das irgendeine Bronchitis ist. So würde ich das mal klassifizieren jetzt hier für mich. Maddox Junior, moin. Ja, ist es auch. Ist es auch. Also, wenn ich spreche, merke ich es wirklich ganz tief unten in der Brust. Shira? What? Was? Für wen denn? Guck mal hier, das ist nicht einer. Da ist nicht einer, für den er irgendwie. Naja. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Warte, ich muss einmal ganz kurz hier umschalten wieder, sonst sehe ich das nicht. Ja, Doc, schön, dass du da warst. Dir auch ein schönes Wochenende. Viel Spaß. Super 7, das mit dem Grog mit rum lese ich jetzt tatsächlich nicht zum ersten Mal. Das irgendwie, ne? Oh, und das sehe ich auch nicht zum ersten Mal. Guck mal, unsere Top-Tiers sind schon wieder da hinten. Und die Jervis. Wie wäre es, wenn du einfach mal da reinfährst? Aber. Hier von mir.
Und ihr könnt ein bisschen weiter schießen als ich. Ja und? Fahr ich ein bisschen näher ran. Yes, sir. Guck mal, der Mayhem ist ja auch noch. So, Farragut, dann weißt du jetzt ja, wohin du torpen kannst. Nein, du weißt die Farragut scheinbar nicht. Farragut, hallo. Liska komme ich wieder nicht ran. Tja. Guck mal, da sitzt er jetzt wirklich hier noch drin. Kaluabo, das kommt mir doch irgendwie aus der Werbung bekannt vor. Na, immerhin, die eine Hälfte geht durch. Zwei Tisas reichen ja. Was für ein paar Torfköppe hier. Unfassbar. Da ist die Mayhem die ganze... Also, naja. Team hat die Führung übernommen, aber ich kann da nicht viel für.
Der verschwindet da wirklich hinten in die letzte Ecke. Naja, dann. Irgendwann ist halt der Kartenrand da. Wow. Die berühmten 3201. What? So, was wird das jetzt? Lass mich doch mal da hoch. Die Bayern ist mir doch immer egal. Ich will unser Furious gegen die... Guck mal hier, da ist nicht so gut wie nichts mehr dran. Der braucht Hilfe. Zweimal 970, yo! Also manchmal ist RNG auch wirklich... Oder auch Zeit. Dann laden wir mal auf HE. Dürfte HE die richtige Wahl gewesen sein. Da hätte ich jetzt gerne AP drin, gebe ich gerne zu. Oh,
wenn du glaubst, ich fahre die ganze Zeit einfach nur breitseitig hier. Doch. Sehen, ob du willst jetzt wirklich die ganze Zeit breitseitig fahren oder was? Ich nicht. Brände vorhin gerade gelöscht. Nee, da geht jetzt in dem Moment dann der... Oh, ey. Tja, Sinop. Immer nur geradeaus fahren geht mit der Sinop auch nicht. So viel Zeit muss sein. ...726, aber in Brand gelegt. So, und jetzt muss ich in den nächsten Klicks hier rein, dass die nicht vorbeiziehen können. Jetzt ist es Gleichstand und jetzt sind die vorbei. Aber ist egal, er kann im Prinzip nicht schießen. Schießt er, ist er tot. Torpedos direkt voraus.
Bord. Oh Gott. Wieso setzt du denn da jetzt? So, und jetzt gehen wir vorbei. Ich denke mal, der ist dahinter. Furious, komm, so schwer ist das nicht, den zu finden. Na also. Ja, am Ende enger als gedacht, ne? Finde ich. Also, puh. Ja, und wie gut, dass wir da hochgefahren sind, um unseren CV zu retten. Ohne CV hätten wir den nicht mehr gekriegt. Keine Chance. So. Degu, moin. So, Julio haben wir gewonnen. Und was war mit der Stalingrad? Oh, haben wir auch gewonnen. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Na, das ist doch ganz gut gelaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 zu 3. Das passt schon. Chevalier, die hat dir auch eine gute Nacht. Und vielen Dank. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich demnächst wieder. Also ich denke mal, Montag müsste eigentlich funktionieren, müsste klappen. Oje. Wird auch Zeit, jetzt abzuschalten. Also an dieser Stelle nochmal, weil ich es jetzt hier auch nochmal sehe. Vielen herzlichen Dank, Black Omega, für die nochmal 10.000 Dublonen. Das ist echt klasse. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch für die Geschenksubs wieder. Hammer, ehrlich. Wirklich Hammer. Und ja, ich wünsche euch also allen ein schönes Wochenende. Ich drücke hier mal den Endscreen rein. Macht euch eine schöne Zeit. Habt viel Spaß, lasst euch nicht ärgern. Und dann will ich jetzt mal gucken, wer denn hier noch streamt. Und was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Oh, ein Giveaway-Geburtstagsstream hätten wir hier im Angebot. Was haltet ihr davon? Machen wir einfach mal, würde ich sagen. Da rede ich euch mal hin. Und wünsche euch da auch noch ganz, ganz viel Spaß. Ich melde mich dabei gleich aus dem Kreis und sehe zu, dass ich nach Hause ins Bett komme. Also, in dem Sinne, bis bald. Tschüss.